Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten, ich bin's, euer Robert, mit mir ist noch der Ronny, mein Bruder. Moin, Digga. Ja, wir haben uns gedacht, wie ihr schon seht, wir zocken jetzt Skyrim, weil wir hatten da übelst Bock drauf und wir werden auch versuchen, soweit es geht, alle Quests, die am Start sind, zu machen. Also das wird sich mächtig hinziehen, das Game, aber wir haben da wie gesagt Bock drauf. Mensch, Ronny nicht, der wollte mich gerade schon wieder schlagen hier. Wie gesagt, also das Spiel Skyrim, da hab ich ja schon alleine schon übelst gesuchtet, weil das einfach nur geil ist, die Drachen und so weiter, diese Fabelwesen, wie man das sagt, die sind einfach Beste und ich liebe Drachen. Erst recht, wenn mir einer aus dem Arsch kriegt, nee, Spaß. Nee, wie gesagt, das Game Skyrim ist einfach eines der besten PS3-Spiele, die es gegeben hat und immer noch meiner Meinung nach eines der besten ist. Natürlich ist die Grafik hier jetzt hier Hashtag Beste und so, aber ist mir egal. Oder wie ist es? Wird schon besser, wird schon. Also ich finde es, das Spiel könnte 1000 Mal spielen. Wird mich nicht langweilen. Einfach nur geil. Über 80 Stunden Spielzeit auf jeden Fall. Ja, wenn du hier ordentlich, wie gesagt, wir wollen ja versuchen, alles mitzunehmen, was geht. Wir werden auch versuchen, die beste Rüstung zu kriegen. Welche ist denn eigentlich beste? Welche ist denn eigentlich die beste, meine Fresse? Die Dedrische oder die Drachen? Ja, das kommt drauf an, ne? Mit was für einen Charakter du spielst, ob du mit Waffen spielst oder mit Magie. Die Dedrische, die hatte ich mir schon geholt gehabt. Na, ich glaube, die Drachenrüstung geht auf Magie. Wir können ja alles ein bisschen machen. Ja, natürlich. Auf jeden Fall hier Olaf. Wir sind gerade mit Olaf und Co. auf dem Weg zum Olaf. Ja, ich nenne ihn jetzt einfach Olaf, ist mir egal. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zum, was kann man das, Knast nennen oder was? Oder zur Hinrichtung, glaube ich, ne? Das ist ja Sturmbände, das ist sowieso Kackenwurst. Ich nenne den, nenne ich Olaf, den nenne ich Leugi. Leugi, ja. Ja, wer spricht denn jetzt hier? Wer ist denn was? Ach, das ist Leugi. Er ist Leugi, er ist Olaf und das ist... Fernando Forumbus. Du hast gesagt Olaf, ne? Ja. Dann haben wir sie alle drei am Start. Und wir warten jetzt natürlich, bis sie am Start sind, hä? Ruhig hier hinten, ja, Baul. Gummi, klitsch die Umwelt. Rahnhof, Alter, wie kommt man denn auf Rahnhof, Alter? Ja, das ist halt alter Typ, ne? Wie gesagt, das ist Olaf. Wir nennen ihn einfach Olaf. Olaf, ja. Olaf Thoman, Alter. Das klingt wie eine Mischung aus Roland und Olaf. Genau, ne? Rolalf. Ne, ist das so? Roland und Olaf, Alter. Aber wir diskutieren hier über die Namen. Wir müssen uns auch noch einen aussuchen, übrigens, Ronny. Beste Geschichte. Toral, Alter. Ich glaube, ich nenne ihn Toral, unser Typ. Den haben wir alle am Start. Tamriel. Oder Ezihiel, hier, Alter. Nee, wir finden schon einen Namen. Wie ist der komische Koch von Asterix und Obelix? Idefix, ne? Wixfix, ne? Wixfix, ja. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Digga. Ich merke mir die Namen noch, Digga. General Tullius. Also wenn ihr wollt, aber das machen wir dann in der späteren Ausgabe irgendwann mal, können wir euch hier auch mal den Glitch, aber ich glaube, wir machen das doch nicht mit dem Glitch, nicht, dass wir hier noch Probleme kriegen mit den besten Entwicklern. Nee, wir lassen das lieber. Glitch ist scheiße. Müssen wir nicht machen. Das war jetzt ein spontaner Einfall. Lassen wir weg, das Ding. Kennt ja eh schon jeder. Muss nicht sein. Wir wollen das Ding ja fair erspielen hier und nicht mit der für eine Augen, der macht mir Angst, ne? Mit Bugs Glitches, aber. Ja. Mit Olaf, mit Leugi und mit. Wer ist Herr Harming gewesen jetzt? Ich weiß das auch nicht, ja. Was geht hier los? Bewegen sich die Münder, ich weiß aber nicht, wer hier wer ist. Also, das ist Olaf hier. Ja. Das ist. Thorolf, wer ist denn hier Thorolf? Hier war doch noch ein Thorolf. Hier ist, glaube ich, Thorolf hier. Olaf, Rolf und Leugi. Haben wir doch alle zusammen, oder? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. So, und dann mal gucken. Die Weiber werden hier versklavt und die Kerle gekillt. Nein, warte, wir sind keine Rebellen. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut. Das ist ihn sagen. Wir gehören nicht zu euch. Das ist ein Thoral, warte. Ah, so einen Namen, die brennen sich dann auch ein, ne? Oh, hackt das? Ja.
Ach, das ist das Speicher, das ist der Speicherbug von Skyrim, stimmt ja. Da ist ja immer halb Standbild. Das war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Das Ding ist, hast du schon überlegt, was wir machen wollen für den Charakter? Weiblich, männlich, lange Haare, kurze Haare, Eidechse, ich bin kein Rebell. Keine das Ahnung. Nicht tun. Aber er will schon menschlich nehmen, das ist, finde ich am besten. Jetzt kriegt er einen Pfeil. Hau rein, Thoralf. War doch Thoralf, ne? Tschüss! Ja, jetzt ist Thoralf schon weg. Mhm. Hat er sich ausgetoralft. Wer seid ihr? Wer sind wir? Da, Nord. Was ist denn das? Himmelsrand? Stark. Kälte, Unempfindlichkeit, Ork, finde ich. Scheiße. Die sind aber Kunstfertigkeiten, ne? Die können. Ah, der hängt denn mit den Zähnen überall fest. Ja, aber die können frühzeitig schwere Rüstung machen. Ah, ich weiß nicht. Guck mal hier. Nee, Spaß. 90 Gebiet oder? Das ist doch geil, Alter. Was? Das ist irgendwie schon wieder so bescheuert, dass es einfach geil ist, das Gesicht. Ja, das sieht irgendwie aus wie ein Elf. Wie ein Alien, gar nicht wie ein Elf. Na, ne, irgendwie, ne? Khajiit, das sind ja die komischen. Keine Ahnung, Typen. Na, hier. Die Tigerkatzen. Alter, das weiß ich nicht, das brauchen wir nicht. Ich finde hier schon beste irgendwie. Kannst aber Hochelf oder Dunkelelf nehmen. Ah, die sind ja noch hässlicher. Ja, aber wenn du. Ich weiß nicht, wie du. Feuer. Was denn, Bretone? Zauberkunst. Schnell und scharfsinnig Verständnis der Zauberkunst rühmen sich selbst die einfachsten Bretonen von Hochfels. Und Argonier. Haben aber schon mal. Ach, das sind ja die Eidechsen. Das ist der Reptile. Nee, Spaß. Kommt nochmal der zum Vorschein? Nee, Quatsch. Ja, was machen wir denn jetzt? Also, wir wollten ja beides machen. Also, können wir doch keine Kaiserin ja nehmen, oder nicht? Weil der ist im Schwertkampf bestimmt übelst gut, oder nicht? Ja, aber der steckt viel Energie, Magie weg, ne? Der Bretone. Ach, wir machen jetzt Kaiserliche, ist mir egal. Und dann nehmen wir den King Arthur oder so. Ja. Nee, weiß ich nicht. Kaiserliche. Fertig, Krieg, oder was? Hm? Nee, wir müssen noch Körper machen. Ja, ja, stimmt. Und alles andere. Wollen wir ein schönes Mädchen nehmen? Oh, die ist doch hübsch sogar, oder? Weiß ich nicht, warum? Nee, die sieht, finde ich, aus wie Tamina Snookhammer. Echt? Finde ich schon, ja. Oh, die ist ja hübsch. Die sieht aus wie. Wie heißt die, Mensch? Ist what, keine Ahnung, ne? What do you saying, Alter? Aber die Gesichter, die sind mir bekannt. Oha! Nee, das sieht ja aus wie so eine Crack. Ich will es nicht sagen. Die ist doch hübsch, oder? Mach mal die erste. Oder wollen wir einfach männlich nehmen? Ja, wir sind doch keine Frau, Mann. Ist doch egal. So. Oha! Oha. Er sieht aus wie Hulkster. Ja, ne? In jung. In jungen Jahren, ja. Ein bisschen komisch aus der Kunde, ne? Aber was machen wir denn? Den hier einfach nehmen? Ja, das schon. Der sieht aus wie, keine Ahnung, Hautfarbe. Mal ein bisschen heller, so. Ja, bei der Gewicht, Kopf. Der ist ein bisschen zu fett. Wir müssen auch noch laufen können. Wenn uns mal ein Drache hinterherläuft. Kopf. Gesichtsfarbe, das hat gemalt, ne? Ach, wir lassen das einfach so. Schmutz. Ach, haben wir nicht. Wir gehen baden, ne? Schmutzfarben, Narben. Haben wir Narben? Oh, hier sieht aus wie ein Brandzeichen. Am Zaun hängen geblieben oder so. Hier so eine ähnliche Narbe hab ich doch. Die ist bloß weiter oben an der Lippe. Lassen wir das. Kriegsbemalung. Willst du eine machen? Nee, oder? Nee. Die sieht doch gut aus. Ja. Ach nee. Oh, Entschuldigung, Freunde, ich weiß nicht, was das immer ist. Wenn ich eine YouTube-Aufnahme starte, krieg ich immer Schluck auf. Ich weiß auch nicht. Es ist Wahnsinn, ne? Ach, hier ändern wir nichts. Lassen. Augenfarbe vielleicht noch. Ah, hier. Ja, auf ein Auge blind. Wir haben schwer was mitgemacht. Oder wir machen hier Dämonen, ja? Hier. Sieht aus, als wenn er keine Augen mehr hätte. Nee, ist auch Blödsinn. Wir lassen das einfach so. Scheiß drauf. Ja. Braun machen wir auch nicht. Mund, Haare. Ja. Da muss jetzt aber ein ordentliches her. Die hier. Findest du die gut? Ja, ne? Aber der Bart ist hässlich.
Das Mustache machen, oder? So, hä? 3 Tage baden wird? Ja. Jo. So? Willst du einen Witcher machen, oder? Ja, machen wir Witcher. Freunde, herzlich willkommen zu The Witcher hier, ne, Spaß. vier fertig drücken, ja. Und der Name? Arthur, machen wir jetzt. Nee, Arthur ist doch Standard. Idifix, Digga. Als kaiserlicher. Thoralf, oder? Wer kann man da nehmen als kaiserlicher? Ja, weiß ich nicht. Technoboy von Jack Ass, oder? Nee. Ich weiß das auch nicht, ja. Oder Müsumdor. Mach mal ein paar Dollar. Herr Dollar. Mach's Dings hier. Nennst du ihn einfach Brian? Das fällt mir jetzt nicht ein, ey. Echt nicht. Ich glaube einfach Arthur, oder? Oder nennst du ihn Gerold? Wenn du schon weiße Haare machst. Nee, Arthur, Digga. Nee, wird mit H geschrieben, oder? Nee, hinterm T. So? Ja. Machen wir Arthur. Arthur, der Weise, oder? Mir fällt jetzt nichts anderes ein, ne? Bevor wir hier noch 10 Stunden überlegen, was wir für einen Namen nehmen. Von der Kaiserstadt. Was tut ihr? Was tun wir denn besser an? Hauptmann, was soll wir wollen... Er steht nicht auf der Liste. ...handen. Vergesst die Liste. Daran handen. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Fliegen hier schon die Köpfe, ne? Ich warte eigentlich, bis unser Freund kommt. Ah, er speichert wieder, Freunde. Nicht immer, ich denke auch immer, das Spiel bleibt gleich hacken, aber... Ja, das ist echt schon hart. Also hätten sie irgendwie vielleicht ein bisschen die Speichersequenz ein bisschen anders machen können, oder das Bild nicht komplett stehen bleibt. Also kriegst einen Schreck, dass jeden Moment die... Also sich aufhängen könnte hier. Macht mir ein bisschen Angst. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein. Kann man sich eigentlich hier aussuchen, mit wem man mitläuft? Nee. Wie meinst du das? Na, man kann auch mit 2 Mann mitlaufen. Wenn du jetzt... ich will jetzt nicht spoilern, wir kennen ja sowieso eigentlich schon alle, oder? Ach, wir warten einfach mal ab. Und ich weiß gar nicht, wie lange wollen wir dann eigentlich machen hier? Aber folgentechnisch. Ich hätte gesagt, 30 Minuten folgen. Das ist ein bisschen zu hart, glaube ich. Ja, oder? General Tullius. Ja, aber wenn du 20 Minuten machst, dann hast du ja so, weiß ich, dann bist du ja nachher bei 90 Folgen oder so. Na, mir ist das egal, also. Mir soll's egal sein. Machen wir 30 Minuten, also. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Ich gönn mir erstmal was. Ich warte eigentlich, bis der Drachen hier zu sehen ist, aber er kommt nicht. Ein Lächeln auf mich. Oh, ruhig, Freunde. Könnt ihr das auch sagen? Ah, wie du willst, dann machen wir 30 Minuten. So eine Arschlöcher nehmen wir einfach den Kopf. Bei mir spielt sich das ganze Spiel gerade im Gedanken ab, das ist nicht gut. Ich will ja hier auch jetzt nicht. Ich hab ihn laufen sehen bei dir so. In den Augen so. Aber der Drache kommt gleich. Der Rochen. Was ist 30 Minuten nicht zu hart, ne, oder? Mm-mm. Freunde, guckt das aber auch zu Ende, sonst gibt es ein paar auf der Pfoten, meine Freunde. Habt ihr das gehört? Lass uns da 30 Minuten folgen. Ja, machen wir das halt. Wann kommt denn Rocher? Rocher Rosale. Conchita Wurst, Alter. Warum haben wir eigentlich nicht... Hey, guys! Jetzt fallen mir die Namen ein, Rocher. Warum haben wir nicht Rocher gemacht? Rocher. Da liegt der Kopf, sieht man den, Schade. Aber wie der Speicher, ne? Blub. Da kommt Rocher. Aber die Drachen haben sie schon geil gemacht, ne? Ja. Ist das eigentlich der Bossdrache, der härteste von denen? Ne. Ich kenne die ganzen Namen gar nicht mehr. Das hier ist, glaube ich, der alte Drache. Das ist schon zu lange her, Freunde, echt. Da mit dem mitgehen oder mit... Mit dem. Nee, geht gar nicht. Hier kannst du erstmal nur. Na hey, kann man aus dem Fenster springen oder hier bleiben, glaube ich. Hä? Oder wie war das? Ich weiß das nicht mehr. Ja, und? Was ist das für ein Ding?
Könnten die Legenden wahr sein? Muss ich jetzt hoch, oder? Nee, ist ein Fall. Muss einmal warten, bis er weiterläuft. Hoch durch den Turm, los! Na, gib Gas hier. Hier entlang! Olaf. Olaf lebt doch noch. Feuer, du alte Sau. Guck mal, wie er mich anguckt. Ah, ich hab Angst. Ich hab einen braunen Ton erwischt. Geht in das Gasthaus auf der anderen Seite, springt durch das Dach und lauft immer weiter. Los, oh. Wir folgen. Bin gar nicht gesprungen, nehmt. Aha. Und jetzt? Steht er jetzt schon unten, oder was? Nee. Tapfer, Junge, das macht dir sehr gut. Guck dir an. Torolf! Er kotzt sich komplett aus. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten. Ja, ja, liebe Freunde, so ist das mit Skyrim, ne? So kann er gehen, das fesselt schon wieder. Naja, das ist hart, das... Deswegen redet denn redet man denn auch teilweise nichts, das ist immer ein bisschen doof. Aber ich kann euch sagen, das Spiel, wie gesagt, das ist allererste Sahne. Also ich finde, vom PlayStation 3 Games her ist das schon eines der besten Games, was rauskam, ist einfach so. Weil du kannst dann 20 Mal zocken und hast immer noch. Hier, da stehen die Magier. Zauber. Und krassen Geschichten. Hast wie gesagt immer noch nicht die Schnauze voll, also. Es macht immer wieder Laune, das Spiel zu spielen. Man muss natürlich auf so einer Art Spiele stehen, das ist natürlich klar. Ne? Ich finde das sowieso immer geil, so eine Spiele, wo du selbst deine Rüstung schmieden kannst und ja, ist Hammer. Dann noch Level abgehst nebenbei. Aber Freunde, was wir wie, was für Rüstung, wie und wo und wann, wie wir das machen, das seht ihr ja denn schon. Weil wir müssen das alles perfekt anpassen. Deswegen gucken wir einfach, denn wenn es soweit ist, kannst du jetzt nicht sagen, du nimmst die Rüstung, dann ist die daher besser. Das weiß ich nicht. Die Drachenrüstung hatte ich noch nie. Weil da musst du ja eine ganze Anzahl an Drachen pimmeln, sag ich mal. Jo, da brauchst du ein paar. Aber du brauchst ja Drachenknochen, Drachenschuppen und oh, ja. Na, du musst dann ja natürlich auch erstmal die Schmiedekunst so weit hoch pimmeln, ne? Jo. Pimmeln, ne? Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. Sehen wir ja denn alles. Wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. So, dann kannst du hier gleich das erste Mal loben, ne? Die Frage. Ja, bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Die Frage ist, wollen wir wirklich jedes einzelne Quest machen oder Story? Ja, würde ich sagen. Weil ich weiß gar nicht, wo die ganzen Quests alle sind. Ja, du kannst ja die. Siehst du da auf der Karte nachher, oder nicht? Weiß ich nicht, ja. So, du kannst nochmal looten irgendwo. Da hinten, am Bett. Das ist dann nämlich das Ding. Das weiß ich nämlich nicht, Digga. Die ist leer. Objekte müssen wir natürlich erstmal ankleiden, ne? Hatte. Nee. Die hier. Die. Die hier. Und die hier. Yay. Und Waffen müssen wir natürlich noch. Oder wollen wir Zauberung gleich ja, machen? Ja. Erstmal. Zerstörung. Flammen. Aber noch hast du ja gar keinen Mana, ne? Oder? Ne, ich glaub nicht, oder? Hart. Das Blitzzeug kriegt man, glaube ich, nachher, ne? Ja. Kommt, hier entlang. Hätte er jetzt auch das Schwert reinnehmen können, das ist eigentlich auch egal. Ach so, Leute. Das ist eine Jacke wie Hose. Kann ich natürlich in der anderen Hand nehmen, das Schwert, ne? Ja, aber muss ja. Oder? Gib mir eine Minute. Ich bin außer Atem. Jetzt musst du dich schon erstmal schachten, ne? Habt ihr das gehört? Der Mensch ist auch weg. Vielleicht können sie mit sich hin. Magiker, die Trigger. So, was haben wir hier? Mitnehmen? Nee.
Stein, ich dachte, das wäre eine Truhe, Alter. Mal Kohle in der Tasche, die Leute, oder? Nee, das ist ein bisschen schade, ne? Hier, davon. Kohl. Ja, ich kann's mitnehmen. Was wir fressen, der Zeug. Würde ich auch mal sagen, ja. Brennt das hier? Ja, ein bisschen, ne? Na gut, ist ja eine PS3, ne? Also nicht so heftig ausgelegt wie bei anderen Spiele jetzt, aber. Das ist ja auch nicht das Merkmal, dass hier die Gegenstände brennen. Das ist das Feeling von dem Game, was wir haben. Ja. Ist ja einfach so. Also so soll es sein, oder? Würde ich sagen, ja. Verdammt. Dieser Drache ist aber hartnäckig. Der Drache ist hartnäckig, ja. Wir müssen raus aus Helgen, sofort. Diese kaiserlichen Lager. Kannst du hier auch nochmal loben? Werden wir brauchen. Woher seid ihr gekommen? Habt ihr das gehört? Weg und Himmelsang! So, erstmal gebrannt. Hat die wenigstens mal ein bisschen Kohle in der Tasche hier? Nein. Was ist denn hier los? Aber hier war noch irgendwo ein Schrank. Hier, muss man übernehmen, damit ich übernehmen. Das sowieso. Nehmen wir noch mit, oder? Na klar, ja. In den Säcken kannst du, glaube ich, auch mal reingucken. Weiß ja nicht mehr genau, aber ich glaube schon. Den Säckchen, ja. Der ist aber leer. Auch leer. Naja. Geh durch hier, Heiko. Und fertig. Der hat auch ein Auge verloren, hast du gesehen? Mhm. Die Folterkammer. Götter, ich wünschte, würden wir nicht brauchen. Muss ich die alle töten? Ja. Schön, dass du das machst. Erstmal gebrannter Sturmmantelsoldat. Oh, das ist immer weg. Ich glaube, der hat das Blitzding sogar in der Tasche. Durch? Nee, hat auch nicht. Das liegt, irgendwo war das aber hier. Ach. Illegal. Ein Pelzschild. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir. Novize. Oh. Offen. Auf das Loch. Licht nix. Schnappt euch, was ihr könnt. Und dann nicht wie raus hier. Novize. Da, hier in der Mitte liegt ein bisschen Geld drin, ne? Boah, kann doch nicht wahr sein. Muss der echt noch mal ein bisschen schieben hier. Ah, hier liegen ein paar klingende Münzen. Ne? Das ist der Zauber. Funken, ja. Und hier. Gold. Novizenrobe, Digga. Ja, Magiker. Gut. Ja, gut. Weil wir ja sowieso Magie machen, passt das doch. Oder? Ja. Novizenkapuze und Novizenrobe und dann machen wir noch Magie. Den Zerstörungszauber. Hä? Das ist glaube ich bei Kräfte, ne? Nee, Quatsch. Warte mal. Achso, musst du erst lesen, ne? Mhm, musst das Buch erst lesen, ja. Da hab ich auch schon wieder vergessen, aber nur das hier machen musst. Funken gelernt, ich aber auch gerade. Funke! So, dann haben wir. Wo ist er denn nun wieder? Und dann da hab ich noch ein Buch. Vom Drachenblut. Ach so. Wie toll ist der? Dietrich. Okay. Was ist denn hier noch Schönes? Hier liegt noch ein Schild, ein Streitkolben. Ja, da brauche ich denn bloß ein Buch. Kaiserreich Band 2. So. Wo müssen wir jetzt lang? Hier? Ja. Ach, da steht er noch. Aber Freunde, oh ne, noch nicht ganz. Ich wollte gerade schon wieder die aufknacken hier. Ja. Gibt ein bisschen Schlossknacken, ne? Kann man auch ganz gut gebrauchen. Ja, das kann man, nachher kann man das gebrauchen, auf jeden Fall. Ist hier nicht sogar irgendwo noch was drin? Ja, da unten lag was. Da unten lag was. Hier, siehst du? Schlossknacken. Geldbeutel, siehst du? 13 Gold.
Knochenmehl. Kann man nachher alles für Tränke und sowas gebrauchen, ne? Ja. Für die Alchemie, glaube ich. Oh, Entschuldigung. Für das Alchemie. Freunde. Hier ist bestimmt, glaube ich, auch noch was. Knochenmehl. Nee, komm, hau ab hier. Eine schabige Robe. Eine schäbige Robe, ja. Weißt du, warum Skelett eigentlich... Den kannst du auch verkauen, ne? Was? Soll ich den killen, ne? Ja. Hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Süße. Komm her, ey. Sind doch gelungen, dazu geil. Voll der Knecht. Brauchst du zwar nicht, aber... Hat ja Magie gesteigert, ne? Geh mal durch hier. Er wartet immer stundenlang. Hau einfach ab, wenn ich dir sage. So. Und dann... Hier kommt, glaube ich, gleich... Was ganz Hartes. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Ah, einen Moment. Ja. Ich will ihn nicht angreifen, also lass ihn mal umherpimmeln. Ja, der ist noch hier. Ja, wenn er in den Weg rennt, was soll ich machen? Ich denke, da hinten ist irgendwo noch ein Bogenschütze, ne? Da hinten steht er. Oh, zwei Stück. Warte mal, haben wir hier nicht irgendwie einen Zaubertrank für Magika? Ja. Sonntag niedrig, wo du brennst. Oh, eine Geschichte. Na, ja, mein eigenes Feuer gelaufen. So, Bogen mitnehmen? Oh ja, nehmen wir mit. So, ich glaube aber auch, wir sind langsam. Ende, aber nur ganz langsam. Ich glaube, hier hinten lagen auch noch ein paar Leichen, ne? Nö, ich glaube, die sind nicht. Ach, da sind die. Wo kannst du sagen, steht der noch, Alter? Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Nicht. Der Weg war umsonst. Aber gut, man kann es ja nie wissen, ne? Ja, kann sich nie sicher sein, ne? Man kann sich nie sicher sein, sagt er das. Das Spiel hat teilweise ein paar Einbrüche. Siehst du das hier? Mhm. Ja. Aber das scheint wohl normal zu sein. Aber das macht erstmal gar nichts. Tante Kate. So, jetzt sind wir hier auf der Brücke und dann machen wir hier einen Schnitt. Würde ich auch sagen, ja. Ach, weg mit dem Quartalbuch hier. Freunde, denn wie gesagt, machen wir hier an der Stelle einen Schnitt und wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge wieder, oder? Jo. Also haut rein, Freunde, und wie gesagt, lasst die Locken rocken und falls ein Drachen kommt, nehmt die Faust. Ihr wisst ja, Schuhe mit 3 U und so.